Das Coole an Asklepios ist, dass wir die Möglichkeit haben, innerhalb dieser 2 Jahre des Trainee-Programms 2 verschiedene Standorte kennenzulernen. Also wir haben zum einen haben wir Riesenhäuser, wir haben aber auch kleine Häuser, Reha-Einrichtungen. Und da ist schon ganz spannend, verschiedene Strukturen da kennenzulernen. Ich kam aus einer Universitätsklinik, wo man quasi alle Möglichkeiten hat. Und jetzt, ich wollte mich verändern in ein kleineres Haus, in einem familiäreren Setting. Und hier in diesem Haus haben wir aber die neueste Ausstattung. Das heißt, ich kann genau auf dem Level, wie ich es gelernt habe, weiterarbeiten und mich auch weiterentwickeln. Also bei Asklepios ist es schon so, dass halt auch medizinische Sachen, Erneuerungen eingeführt werden, aber halt auch die Mitarbeiter sehr gut geschult werden auf Fortbildungsmöglichkeiten, Lagerungstechniken, alles was neu ist, dass man das auch dann in einer Fortbildung, Weiterbildung dann halt sich aneignen kann. Der Beruf der Krankenschwester ist ein ganz toller Beruf, auch für junge Menschen, weil es unheimlich viele Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Wir hier im AK Wandsbek bieten unheimlich viele Fortbildungen an, um sich zu qualifizieren, um sich zu verbessern, auch viele Aufstiegsmöglichkeiten. Und ich glaube, auch das ist ein Aspekt, der für junge Menschen heutzutage wirklich interessant ist. Vor allem die Indoor-Fortbildungen sind besonders gefragt, weil keiner will raus aus dem Haus, das ist klar. Und da macht Asklepios viel, das gefällt mir gut. Ich habe schon eine Weiterbildung gemacht zum Wundexperten. Da will ich auch nicht stehen bleiben. Ich bin noch, ich sag mal, relativ jung. Ich möchte vielleicht auch noch mal ein Studium anstreben, was im Pflegeberuf natürlich möglich ist. Natürlich gibt es dann auch die Möglichkeiten, was ich auch gerne wahrnehmen würde, zu einer längeren Fachweiterbildung, zum Beispiel zum Intensivpfleger oder Hospizpfleger, Schmerzmanagement. Ich konnte innerhalb kürzester Zeit die Fachweiterbildung machen, auf die man in anderen Häusern sogar Jahre warten muss, weil die Nachfrage da ist und nicht viele gleichzeitig geschickt werden. In jeder Abteilung werden immer frische Neuigkeiten von den Messen oder von Kongressen eingebracht und es wird versucht, sich selbst immer weiterzuentwickeln, damit nichts stehen bleibt, sondern man up-to-date ist. Innovation ist schon ausgeprägt, zumindest so wie ich die Asklepios-Häuser bisher kennengelernt habe, dass man halt doch schnell derjenige ist, der neue Geräte hat, der neue Prozeduren mit in den Alltag integriert. 10 Jahre lang läuft nicht schon alles gleich. Also man merkt mittlerweile, glutenfrei ist voll im Trend, ohne Weizen, laktosefrei, vegan. Und das versuchen wir halt umzusetzen, so weit wie möglich.